begrüße dann mal kurz. Freue mich, dass Sie gekommen sind. Wir haben heute ein schönes Thema. Ich brauche Frau Deppe nicht vorstellen, Herrn Karl, als jetzt kommissarischen Leiter der Stadtplanung. Herr Solenger, als Leiter der Katastrophenvermessung, Herr Jokisch und Herrn Huber als diejenigen, die uns gleich erklären, worum es hier am lebenden Objekt sozusagen geht. Jetzt aber erst die Frau Deppe. Ja, auch von meiner Seite erstmal guten Morgen. Ich begrüße Sie recht herzlich hier. Wir wollen Ihnen heute einen neuen Service des Baudezernates vorstellen und Sie darüber informieren. Das Ganze heißt Geoportal, ist, glaube ich, für Außenstehenden damit noch nicht ganz so zu erklären, aber es geht darum, dass wir Bebauungspläne, dazugehörige Satzungen, Flächennutzungspläne und Landschaftspläne, also im Grunde genommen die ganze Grundlage des Planungsrechts in Leverkusen, nun jederzeit für alle öffentlich zugänglich machen. Also es ist wirklich ein Quantensprung in unserem digitalen Informationsangebot. Das ist einmal auch für die Bauherren sicherlich wichtig, aber auch für Investoren, Architekten, für Makler, Rechtsanwälte. Also es hat für mehrere Gruppen große Vorteile, diese vielen Planungsgrundlagen schon vorab digital abrufen zu können und jederzeit verarbeiten zu können. Aus unserer Sicht werden da auch Prozesse sinnvoll optimiert. Das spart Zeit und Geld auf beiden Seiten, also nicht nur für uns, sondern auch für die Bauherren und Investoren und beschleunigt sicherlich auch die Verwirklichung und Realisierung von Bauprojekten. Also ein Klick und man kann viele Fragen beantworten. Diesen wichtigen Schritt der Digitalisierung werden wir Ihnen heute vorstellen. Und es fängt, glaube ich, an, Herr Karl ein bisschen zu berichten, was wir denn alles digitalisiert haben und was dabei zukünftig anzuschauen ist. Genau. Ja, Grundlage dieser Neuerung ist eine gesetzliche Änderung bzw. die Novellierung des Baugesetzbuches, die eben jetzt vorschreibt, dass diese planungsrechtlichen Grundlagen eben auch im Internet veröffentlicht werden müssen. Das Baugesetzbuch schreibt vor, dass es sich dabei aber nur um Bebauungspläne handelt ab dem Jahr 2017. Das ist also die 17 oder 70? 17. 2017. Ach, 2000 nicht. 2070 wäre ja, also, ich war 1970. Ich war noch ein bisschen Zeit. OGV macht immer so 100 Jahre Perspektiven und ich war nach 1970. So, also gesetzlich vorgeschrieben ist eben tatsächlich erster Zeitpunkt ab 2017. Wir haben aber gesagt, dass wir nicht nur diesen Minimalanforderungen entsprechen wollen, sondern dass wir sämtliche Bebauungspläne und sämtliche Pläne zum Planungsrecht ins Internet einstellen, also im Rahmen von E-Government, Open Government tatsächlich umfänglich zu informieren, sodass jetzt eben sämtliche Bebauungspläne und Satzungen mit Begründungen im Bebauungsplan einsehbar sind. Das sind eben insgesamt 189 rechtskräftige Bebauungspläne zum Beispiel, 15 vorhabenbezogene Bebauungspläne, 17 Innenbereichssatzungen, weitere Außenbereichssatzungen und alle möglichen anderen Pläne, die also planungsrechtliche Vorgaben machen. Was noch fehlt, sind die sogenannten Sanierungssatzungen für die Stadterneuerungsgebiete. Das sind noch die letzten Satzungen, die noch nachzuführen sind. Das erfolgt dann aber auch in der nächsten Zeit, sodass dann tatsächlich umfänglich der Bürger, Architekten, Investoren sich im Internet diese Unterlagen ja, im Prinzip anschauen und runterladen können. Wie das im Einzelnen aussieht, wird gleich hier live gezeigt. Das ist eigentlich der spannendste Teil der ganzen Geschichte. Aber erstmal der Herr Dulenger, weil dieses Geoportal, das gibt es schon ein bisschen länger. Das ist jetzt ein weiter wichtiger Baustein, aber davor gab es eben seit 2016. Seit 2015. Herbst 2015 haben wir das Geoportal im Internet in Betrieb genommen, wo praktisch jedermann online auf die Geodaten der Stadtverwaltung und die offenen Daten der Landesverwaltung zugreifen kann. Früher war eben das Produkt oder das wesentliche Produkt der Stadtplan und die Katastergrundlage, die man in analoger Form haben konnte.
Das sind quasi die Geobasisdaten, die Basis für alle weiteren Geofachdaten, die zur Verfügung gestellt werden, die erfasst werden. Unter anderem jetzt auch die Daten der Kollegen von der Stadtplanung mit den Erbauungsplänen als sehr wichtiges Thema. Und ja, im Geoportal sind viele weitere Daten drin. Thema nachhaltige Mobilität mit Carsharing-Standorten, Netzbike-Standorten, Flexicar, Wupsicar, was alles da drin ist. Dann haben wir auch das Baulandkataster aus dem Dezernat, wo bestehen Baulücken mit einer generellen Möglichkeit, die bebaut werden könnten. Aber auch jahreszeitbedingt haben wir auch zum Beispiel Karnevalszüge mit drin. Das heißt, wo geht der Karnevalzug in welchem Stadtteil wann her, sodass man sich da auch entsprechend beispielsweise über so ein Thema informieren könnte. Ja, das Geoportal wird sehr gut angenommen. Wir haben circa durchschnittlich 6.000 Zugriffe im Monat auf unser Geoportal. Das heißt, die Bürger und Fachleute können sich da jederzeit informieren und machen es auch. Wie viele Zugriffe waren das? 6.000 durchschnittlich im Monat. Und jetzt gerade durch dieses Thema, was ja sehr interessant ist und auch sehr umfangreich ist, was die Kollegen dann vorstellen, sind wir gespannt, wie die Zukunftszahlen sich dann weiterentwickeln werden. Gut, dann gehen wir jetzt ans Objekt. Herr Juchisch, hat da noch ein bisschen vereinfachte Worte? Ja, was soll ich sagen? Also ich habe jetzt hier schon mal leverkusen.de aufgemacht, da werden wir jetzt gleich in das Geoportal starten. Der Vorteil ist, werden wir gleich sehen, dass wir halt die Bebauungspläne, die Satzungen gleich im Kontext vieler anderer Daten, wie der Herr Dolenga schon sagte, sehen werden. Das entspricht, korrigieren Sie mich, Herr Burau, wenn ich was Falsches sage, nicht komplett also wir machen damit mehr, als wir eigentlich machen müssten nach den rechtlichen Grundlagen. In den rechtlichen Grundlagen würde auch reichen, wenn wir einfach nur eine Liste an Bebauungsplänen einfach alphanumerisch nur als Text auf leverkusen.de stellen würden. Jeder könnte sich das dann herunterladen, hätte aber keinerlei Kontext zu irgendwas anderem, weil nur die Bebauungspläne da waren. Da haben wir uns gesagt, das ist nicht wirklich bürgerfreundlich. Wir wollen natürlich anbieten, dass auch Bebauungspläne in einem Kontext angesehen werden können von anderen Daten, wie Herr Dolenga schon sagte. Deswegen haben wir uns halt für das Geoportal entschieden und da werden wir jetzt gleich zeigen, was wir da gemacht haben in den letzten Monaten. Ja, ich kann noch ergänzen, Herr Kahler hat es ja schon gesagt, dass wir also nicht nur den gesetzlichen Anforderungen Genüge tun wollen, sondern eben auch ein breites Spektrum des gesamten Planungsrechts anbieten. Wir werden Ihnen da jetzt auch ein paar ältere Bebauungspläne, einen jüngeren Bebauungsplan präsentieren. Es gibt dann noch verschiedene städtebauliche Satzungen. Ich will jetzt hier keinen Rechtsvortrag halten, aber es ist eben sehr vielfältig. Neben den Bebauungsplänen, Herr Karl hat es gesagt, sind es etwa 190 Bebauungspläne, gibt es dann noch 20 Innenbereichssatzungen, die wir hier auch mit aufnehmen, sodass wir im Prinzip jetzt auch das gesamte Planungsrecht, wie Frau Deppe schon eingangs sagte, hier auch präsentieren wollen. Davon wollen wir Ihnen jetzt einen Ausschnitt geben und anhand des Vorgehens eben auch zeigen, auf was man dort noch besonders im Detail achten kann oder muss. Genau, dann fange ich einfach mal an. Ich hoffe, man kann das da sehen. Wenn irgendwas, ich gucke jetzt hier auf den Bildschirm, das heißt, wenn irgendwas das nicht Licht klar ausmachen. Ist. Fotografen, Licht ausmachen. Kannst du ausmachen. So, also zum Geoportal kommt man unter anderem auf leverkusen.de, ist der kürzeste Weg. Wenn man hier auf Stadtplan klickt, kommt die Unterseite zum Geoportal. Es gibt auch andere Möglichkeiten, ins Geoportal zu kommen, aber von leverkusen.de ist das die sinnvollste. Hier unten gibt es dann den Teil Planen und Bauen. Dort ist jetzt auch schon eingetragen, dass die Bebauungsplanübersicht, die Verhinderungsplan, Landschaftsplan, andere Dinge Teil dieses Geoportals sind. Klicke ich mal hier drauf, öffnet sich das Geoportal. Einmal kurz warten. Jetzt ist das schon da, es ist alles bunt, man sieht schon, was wir alles hier reingebracht haben. Sind sehr viele Daten, die jetzt so erstmal vielleicht etwas unübersichtlich sind, aber wir werden jetzt gleich zeigen, wie man sich da ein bisschen zurechtfindet. Ja, wir wollten beginnen mit einem älteren Bebauungsplan von vor 2017. Wenn man nicht so genau weiß, wo es ist, kann ich hier oben auch eine Adresssuche. Ich habe mir jetzt den
Bebauungsplan an der Edith-Weide-Straße ausgesucht. Deswegen suche ich jetzt mal hier in der Adresssuche die Edith-Weide-Straße. Kann dort hinspringen. Alles ganz normale Geoportal-Funktionalität, die schon seit 2015 ganz normal bekannt ist. Neu ist jetzt halt, dass wir jetzt eben diese Bebauungspläne hier im System präsentieren. Ich kann jetzt hier auf einen Bebauungsplan draufklicken. Dann öffnet sich links ein paar grundlegende Informationen, wo jetzt Herr Buber was zu sagen kann. Ja, also links in der Spalte sieht man, dass es dort 2013 einen Aufstellungsbeschluss gegeben hat. Das ist also der Bebauungsplan, wo jetzt die Feuerwache realisiert wird. Der ganze Plan ist 2015 rechtskräftig geworden und bietet halt auch noch Bebauungsmöglichkeiten, Baulandreserven. Die zuständige Baunutzungsverordnung ist darin zu sehen. Und wir sehen ganz unten, wenn Sie da vielleicht mal drauf gehen, diese drei PDF-Dateien. Wir haben also im Prinzip alles, was zu dieser Satzung gehört, dort eingestellt. Das ist zum einen die Planzeichnung, vielleicht können wir die mal aufmachen. Das ist ein Scan, der eine relativ hohe Auflösung hat mit 150 dpi, sodass im Prinzip dort auch, ich sag mal, alles erkannt werden kann. Was ganz wichtig ist, wir haben vor jeder PDF-Datei haben wir so einen rechtlichen Hinweis zur Datennutzung aufgenommen. Und der ist so wichtig und steht eigentlich vor jeder PDF-Datei, der vieles erklären soll. Also da steht dann drin, dass alle hier bereitgestellten Bauleitpläne und deren zugehörige Dokumente, die nur zu Informationszwecken und sind kein amtlicher Nachweis. Warum ist das so? Scans können immer mal wieder Fehler enthalten, die Farben sind nicht so im Original zu erkennen, wie das in den Originalplänen ist. Deswegen auch immer der Hinweis, dass das eine Vorinformation ist, als Vorbereitung, auch um einen Termin mit dem Bauservice beispielsweise machen zu können, wo Sie dann nochmal kostenlos hingehen können, wo Sie das dann auch nochmal erläutert bekommen und sich nicht alles selber erschließen müssen. Also das ist nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, den gibt es auch in anderen Städten. Also das Geoportal gibt es natürlich auch in umliegenden Städten, die ein ähnliches Verfahren dort auch bewerkstelligt haben. Zu diesem Plan, zu dem Bebauungsplan, gibt es wie gesagt dann noch die Begründung und dann im Detail auch die textlichen Festsetzungen, sodass man dort im Prinzip alle Informationen sich runterladen kann. Man kann sie zu Hause auch ausdrucken. Insbesondere interessant für Architekturbüros, die dann auch die Möglichkeit haben, kostenlos schon im Maßstab 1:1 eine vernünftige Plangrundlage dort herunterzuladen und dann ihren Entwurf darauf aufzubauen. Ja, ich habe jetzt eben nach einer Straße gesucht, vielleicht das Naheliegendste, aber Bebauungspläne haben halt auch Namen, dementsprechend kann man auch nach einem Namen von einem Bebauungsplan suchen, wenn man den weiß. Ich gebe jetzt hier mal Schule ein, da sieht man schon, dass es rund um Schulen zwei Bebauungspläne gibt, zum Beispiel den hier für nebenan, die Dillhoffstraße, den kann ich ebenfalls suchen, ebenfalls hinspringen, und da sieht man jetzt schon, es wird hier ein bisschen voller im Bild, weil es hier diverse Satzungen und ähnliches gibt. Wenn ich jetzt hier reinklicke, sieht man schon, es gibt einen Bebauungsplan in Aufstellung, einen Bebauungsplan, der in Kraft getreten ist, und eine Gestaltungssatzung. Ich kann jetzt mal hier auf den Bebauungsplan, der in Kraft getreten ist, wieder draufklicken. Da kann Herr Buhrer jetzt auch was wieder zu sagen. Ja, das ist also ein Bebauungsplan, der jetzt 2019 zur Rechtskraft gekommen ist, wo es diese gesetzliche Verpflichtung gibt. Der Gesetzesträger sagt, dass also dort die Planzeichnung, die Begründung und auch die zusammenfassende Erklärung einzustellen sind. Das sehen Sie da nochmal links in dieser Spalte, wo das dann auch entsprechend auftaucht. Ja, das wäre jetzt ein Beispiel, wo eben ein ganz frischer Bebauungsplan jetzt hier auch eingestellt worden ist. Herr Jokisch hat es schon erläutert, dass das hier im Innenbereich von Wiesdorf natürlich etwas mehr knubbelt, sage ich jetzt mal, mit Planungssatzungen. Das heißt, wir haben hier auch verschiedene andere Satzungen.
die ein Laie vielleicht nicht unbedingt so auseinanderhalten kann. Dazu gehört die Gestaltungssatzung, die wir als nächstes hier präsentieren. Dafür nochmal der Hinweis, dass es dann eben gut ist, wirklich den Bauservice hier im Hause wahrzunehmen, wo die ganzen Sachen dann auch nochmal erläutert werden. Also wir können die Gestaltungssatzung, Werbeanlagensatzung. Genau, man sieht jetzt hier, hier kann man die einzelnen Themen, Bebauungsplan, vorhandenbezogene Bebauungspläne, was ja, Herr Kahn und Herr Buchow schon vorgestellt haben, dass es verschiedene Arten gibt, kann man hier auch einzeln an- und ausschalten. Wir haben ja gerade gesehen, es war ziemlich voll im Bild. Ich kann jetzt mal hier nur die Gestaltungssatzungen anschalten und da sieht man schon, man erkennt jetzt mal ein bisschen genauer, wo die Gestaltungssatzung eigentlich liegt, aber da die Daten halt gestapelt sind, sind die rechtlich sind die auch im Geoportal gestapelt, das lässt sich nicht vermeiden. So ist es halt geometrisch. Kann man natürlich auch draufklicken und kriegt dann auch zu dieser Gestaltungssatzung Informationen. Ja, ich glaube, darauf können wir jetzt verzichten. Genau. Aber da gibt es nochmal einen Übersichtsplan, da gibt es entsprechende Festsetzungen, die sich mit Werbeanlagen und Vordächern beschäftigen. Das ist ein ergänzendes Planungsrecht, da gibt uns der Gesetzgeber nicht vor, dass wir das veröffentlichen sollen, aber es gehört eben dazu. Jeder Bauwillige muss das wissen und bekommt dann hier die Informationen auch im Paket. Ja, ich hatte ja eben schon gesagt, man kann auch anders in das Geoportal einsteigen als über leverkusen.de. Da habe ich gerade mal was vorbereitet, nämlich einen Link. Diesen Link kann man auch generieren, das zeige ich gleich, verschicken. Da kann man direkt auf bestimmte Objekte hinspringen, die dann direkt so im Geoportal angezeigt werden. In diesem Fall jetzt mal eine Innenbereichssatzung, weil wir das noch nicht hatten. Wollen Sie noch im Detail was zum Thema Innenbereichssatzung sagen? Oder? Ja, es gibt also eine Innenbereichssatzung, ist also kein Bauleitplan in dem Sinne, sondern es ist eine Satzung, die auf einer vereinfachten Form im Prinzip auch Baumöglichkeiten gibt. Davon haben wir insgesamt 17 im Stadtgebiet, die insbesondere dann in den Außenbereichen, also in den kleineren Ortslagen von Relevanz sind. Hier in Edelrath, vielleicht öffnen wir, ich sag mal, hier die Ausfertigung mal, dann können wir mal sehen, was das ist. Auch da haben wir vor dem PDF-Datei wieder diesen rechtlichen Hinweis, wie bei jeder, bei jedem PDF, wenn wir jetzt mal runterscrollen, ja, Vorführeffekt, vielleicht nehmen wir die andere Datei kurz, da ist nämlich der Plan mit drin. Jetzt nochmal runter. Genau, da sehen wir jetzt Edelrath und das ist ein Beispiel für eine Klarstellungssatzung, wo man definiert, was nach § 34, also im Innenbereich, zu entwickeln ist. Dort gibt es einzelne Grundstücke, die vielleicht kritisch sind, das ist hier dann aber entsprechend definiert. Also es hat nicht die Regelungsdichte wie ein Bebauungsplan, kann aber für den Grundstückseigentümer sehr wichtig sein, ob er eben innerhalb dieser Linie liegt oder außerhalb. Ja, dann hätten wir am Ende noch Bebauungsplan aufstellen. Genau. Man kann sich natürlich auch einfach so navigieren, wenn man sich auskennt. Wir zeigen jetzt noch einen Bebauungsplan in Aufstellung. Diesen hier. Sehe ich das richtig? Ja. 233, genau. Man wundert sich vielleicht, wieso ist das jetzt rot, wieso sind die anderen gelb-beige, für einen Laien sicherlich auch nicht verständlich, aber dafür gibt es natürlich auch, wie in jedem, auf jeder guten Karte, auch auf einer digitalen Karte, eine Legende, die öffnet sich hier hinter diesem kleinen Infosymbol oder auch hier oben, da ist jetzt leider die Auflösung zu klein, des Bildschirms. Auch hier oben gibt es die Legende hier, aber der naheliegende ist halt hinter diesem Infobutton. Den Infobutton gibt es halt auch für den Flächennutzungsplan und den Landschaftsplan. Und da sieht man jetzt, wir befinden uns jetzt hier gerade bei einer Inaufstellung. Es ist rot, gestrichelt, umrandet, passt. Wir befinden uns also bei einem Bebauungsplan in Aufstellung. Auch da kann man draufklicken und kriegt Informationen. Das wäre wieder Herr Buchow dran. Ja, also das ist der Bereich am festen Weg. Das ist der, der bis heute, noch bis zum 6.2. hier hinter Ihnen an der Wand öffentlich aushängt. Wir wollen, ich sag mal, diese Bebauungspläne hier auch mit aufnehmen. Allerdings nicht hinterlegt mit PDFs, weil so ein Planverfahren, das wissen Sie, dauert 1,5 bis 2 Jahre. Dort ändern sich die Planstände.
Da ist es entscheidend, dass wir im Prinzip dann auch die Möglichkeit der Anschlusswirkung geben, dass dort die Bürger sehen, dass dort in dem Bereich, der sie vielleicht interessiert, ein Bebauungsplan in der Mache ist. Und da kann dann eben mit uns als Verwaltung dann auch Kontakt aufgenommen werden und nähere Informationen können dann weitergegeben werden. Also auch wieder ein Weg über das gesetzlich Vorgeschriebene hinaus. Wir weisen auch darauf hin, hier passiert etwas. Meistens ist das ja auch am spannendsten, weil dort die Bürger auch die Möglichkeit haben, sich noch in die Planung einzubringen. Das ist hier so ein Beispiel. Wie gesagt, wir haben auch intern da von Abstand genommen, jetzt irgendwelche Zwischenstände an Plänen dort einzustellen, weil die würden die Bürger sich vielleicht runterladen, sagen, ja, das habe ich vor einer Woche gemacht und der Plan hat sich mittlerweile geändert und sieht dann anders aus. Also insofern ganz wichtig, da mit der die Anspruchswirkung zu geben und dann mit den Fachleuten vor Ort sich die Sachen erklären zu lassen. Genau, dann gibt es, ja, was kann ich noch sagen, es gibt natürlich auch ein Impressum, da sind auch Kontaktdaten von uns drin, das sind jetzt die Kontaktdaten des Geoportals, aber wir stehen natürlich mit den Kolleginnen und Kollegen von der Stadtplanung in engem Kontakt, das heißt, wenn da Fragen sind, können auch Bürgerarchitekten uns eine E-Mail schicken oder sich hier an das Haus wenden. In der Pressemitteilung, ich lüge jetzt hoffentlich nicht, stehen auch direkt die Kontaktdaten der Stadtplanung mit. Das weiß ich jetzt gerade. Nicht? Nicht? Gut. Susanne Scherer und das andere. Genau. Kontakt- und Bauservice sind da beiden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgeführt. Eine PDF als Bebauungsplan haben Sie das schon mal aufgemacht, weil das ist ja der eigentliche Bebauungsplan. Wir können gerne nochmal. Jetzt. Planzeichnen? Also tatsächlich jetzt. Da sehen wir auch wieder eher einen älteren gescannt. Es ist natürlich in der Auflösung, die Pläne sind ziemlich groß. Tut man sich vielleicht jetzt schon ein bisschen schwer, da was zu erkennen, aber man kann natürlich ranzoomen. Genau. Und ausdrucken, wenn man einen großen Plotter hat, oder? Ja, also man kann die Sachen kostenlos downloaden, man kann sie ausdrucken. Und ich finde die Qualität, das sieht man auch hier, die ist schon wirklich sehr gut. Also dass man dort zu Hause auch wirklich schon sich sehr gut vorbereiten kann. Die meisten brauchen ja nicht den ganzen Bebauungsplan, sondern nur für ihr Grundstück den Bereich. Ja. Das heißt, ich zoome mich rein und kann mir das dann raussuchen, kann dazu die Festsetzung als PDF mir auch runterladen. Und dann hat man, ich sag mal, es ist ja nur so ein erster Eindruck, wie sehen da die Festsetzungen aus, gibt es einen Bebauungsplan, ja, nein, das ist ja auch schon mal ganz wichtig. Ja. Was ist denn der älteste Plan, den Sie eingestellt haben, nachdem ich vorhin 100 Jahre falsch war? Ja, das ist der wir haben einen Fluchtlinienplan. Ja, also es gibt so ein paar Spezialitäten. Neben den Bebauungsplänen, die es seit 1960 gibt, da ist also das Bundesbaugesetz eingeführt worden. Vorher gab es auch schon Pläne, Durchführungspläne und der älteste Plan ist der Fluchtlinienplan, der in Opladen sich befindet, in der Nähe davon. Der Horst-Forster-Straße, der also ist... Also die Stadtplanung ist ja eigentlich eine sehr junge Fachdisziplin. Und die Bebauungspläne gibt es tatsächlich noch nicht so lange, erst nach dem Krieg. Und diese Fluchtlinienpläne waren eher, um so aufzuzeigen, dass man Straßenbereiche frei hält und dahinter halt bauen kann. Also hat nichts mit dem zu tun, was wir heute unter Bebauungspläne halt kennen. Aber das waren so die ersten, die, ich meine, in den 30er Jahren gekommen sind. Also es gab das preußische Fluchtliniengesetz, genau. Das ist also so um die Jahrhundertwende entstanden, oder ich glaube in den 1890er Jahren. Aber in Leverkusen haben wir davon nicht so viele, weil einige sind überplant worden. Und Leverkusen ist natürlich auch eine junge Stadt. Das heißt, ich sag mal, ältere Städte wie Köln, die haben sehr viel noch davon, die auch noch rechtskräftig sind und wir haben also nur noch einen. Aber der hat seine Berechtigung und gilt, solange er nicht irgendwann mal aufgehoben wird. Oder überplant. Wenn der Herr Juppisch jetzt mal draufklickt, dann haben wir das auch ein Bild. Auch dazu gibt es ein PDF, ja. Auch gescannt. Der ist ein bisschen zu klein, glaube ich.
Ja, die haben nicht viel Inhalt gehabt halt. Mhm. Ne? Die haben wirklich diese Straßenzüge und dann, wo kann noch gebaut werden? Wo? Allein, wie viele Klicks wir für das alte Ockenlander Wappen jetzt kriegen, wenn ich das hochsuche. Ja? Ich will es nur als besser verkaufen. Naja, wenn Sie meinen. Ob das der große Inhalt aus Ihrer Sicht ist, das zu verstehen. Profi, das ist, ich ist es eher ein Plan, der im Gegensatz zu heutigen Plänen wenig Aussagekraft hat. Aber ja. Da sieht man halt auch, wenn man dann mal ein bisschen ranzoomt, dass hier händische Änderungen noch drauf gemacht wurden. Also das ist natürlich was für Historiker auch so ein bisschen. Hier in dem Bereich so händische Änderungen, Straßennamen geändert wurden. Ja, da stehen auch die Eigentümer drin, das würden wir heute gar nicht mehr machen dürfen. Aber es ist halt die Planurkunde, es ist Gesetz. Also genau dieser Plan muss so bleiben, wie er da alles beschlossen worden ist. Heute dürfen wir das nicht mehr so machen. Achso, in dem Stempel sehen Sie das. Von wann ist es? 57 in diesem Fall. 56. 57 haben wir noch einen Fluchtwagen. Die Obladen. Okay, ich glaube, war das von unserer Seite wär's das, oder? Ja, das war's erstmal. Das heißt, sind wir schon eine ganze Menge, oder? Ja. Wenn jetzt bei den Fragen. In Liverpool ist ja jetzt nicht mehr ganz so viel Baufläche übrig. Gibt es irgendwas, wo Sie jetzt sagen können, da ist noch Baufläche und das kann man vielleicht auch darüber noch einsehen? Das ist ja das Baulückenkataster, was wir auch haben. Also das ist nochmal was anderes, aber das haben wir jetzt auch schon ein bisschen länger, wo wir definiert haben, was sind Baulücken und was könnte noch bebaut werden. So. Sind da die kleinen blauen Die kleinen blauen Punkte, das sind potenzielle Baulücken. Okay. Inhaltlich sind jetzt nicht die richtigen Kollegen hier, glaube ich, ne, die dazu was sagen könnten. Naja, da geht es darum, dass wir in bebauten, also in Innenbereichen definiert haben, wo könnte man noch bauen. Wir können aber nicht die Namen einfach so rausgeben, sondern wir haben das veröffentlicht und dann hatte jeder die Möglichkeit zu sagen, ich möchte mit meinem Grundstück da nicht aufgeführt werden. Und die dann übergeblieben sind, haben wir sozusagen zur Verfügung gestellt. Interessenten können sich bei uns melden und wir versuchen dann den Kontakt zu generieren. Und da gibt es natürlich auch welche, die sagen, ja, wir wollen das im Moment gar nicht verkaufen, aber es gibt auch welche, wo man einfach den Kontakt dann knüpfen kann. Also hier sind jetzt wirklich nur die Grundstücke aufgeführt, wo die Eigentümer eben ausdrücklich zugestimmt haben, das Grundstück kann im baulichen Kataster verbleiben und es darf auch hier über das Geoportal veröffentlicht werden. Also haben Sie die flächendeckend angeschrieben? Die sind alle angeschrieben worden, ja. Okay. Alle einzeln. Vielleicht zoomen Sie mal raus, Herr Jungsch, dass wir die ganzen vielen Punkte sehen können. Und vielleicht nochmal zu Ihrer Frage. In dem Moment, wo dann die Politik die Aufstellung eines neuen Bebauungsplanes beschließt, für zum Beispiel Wohnungsbau, würde der natürlich hier wieder in seiner roten Darstellung als Bebauungsplanaufstellung auftauchen. Also wie oft aktualisieren Sie das dann rot? Ja, im Prinzip mit jedem neuen Planverfahren, was also von der Politik beschlossen wird, mit dem Beschluss zur Aufstellung, erfolgt dann der Plan auch hier in dieser Übersicht. Ich könnte das wahrscheinlich ja filtern, ne? Dass ich nur die roten Flächen sehe. Ja, nur die roten Flächen sehen. Und dann müsste ich, wo gerade Flächen in Aufstellung befindlich sind, und könnte mich da im Zweifel hier ranwenden und uns und sagen, so, ich habe gesehen, da ist ein Bebauungsplan in Aufstellung, was passiert denn da, wann wird der fertig? Und dann so zu einer Information zu kommen, wann wird was neu gebaut. Ja. Zum Beispiel, so wie die Gestaltungssatzung ich eben gezeigt habe, kann man auch hier nur Bebauungspläne in Aufstellungen aktiv schalten. Und da sieht man dann die roten Flecken, die es in Leverkusen gibt. Es gibt auch noch vorhabenbezogene Bebauungspläne in Aufstellungen, die auch rot sind, aber einen ein bisschen anderen Kontext haben. Den Unterschied ist da auch eher was für Experten, wenn ich das. Ja. Also es gibt Flächen, wo geplant ist zu bauen.
Also man muss ja überlegen, wen spricht man damit an? Also Investoren, Makler, Rechtsanwälte kennen sich damit ja eher aus. Also was bedeutet das rein rechtlich? Aber für den Laien ist es erstmal zu sehen, da passiert ja doch eine ganze Menge, um dann zu kommen und zu sagen, da in dem Stadtteil, Hittorf, habe ich immer schon geguckt, da ist ja eine Fläche drin, können Sie mir da helfen und können Sie mir was dazu sagen? Aber dann habe ich zumindest mal so eine Idee und kann dann hierher kommen und die weiteren Informationen abfragen. Das erste kann ich aber dann schon mal abends zu Hause mir sozusagen erkunden. Ja, das ist ja im Moment, gibt ja ein paar Bebauungspläne, die sind relativ strittig oder stoßen auf Interesse, sagen wir es mal so. Haben Sie mal überlegt, ob Sie dann möglicherweise auch sagen, also ne, ist rot, ist ein Aufstellung, dass man dann möglicherweise dann da noch hinterlegt, was weiß ich, Bürgerinformationen dann und dann oder war dann und dann, Stellungnahme, Frist dann und dann und so und so weiter. Man ja darf das auch relativ schnell dann erkennen könnte. Mhm. Also das amtliche Organ für die Bekanntmachung ist eben natürlich das Amtsblatt. Ja. Da werden die Bebauungspläne, die im Verfahren sind, natürlich entsprechend angekündigt, beziehungsweise das Aufstellungsprozedere oder die frühzeitige Beteiligung der Bürgerschaft. Mhm. Und eben über die Veröffentlichung im Amtsblatt sind dann auch über entsprechende Links die Informationen hinterlegt, die man dann allerdings über das Ratsinformationssystem sich zu dem Bebauungsplan zusammensuchen kann. Also diese roten Flächen sind hier nicht mit Informationen hinterlegt, aber die öffentlichen Beschlüsse, die von der Politik getroffen wurden, sind natürlich über das Ratsinformationssystem auch einzusehen. Aber natürlich. Ja, wir müssen ein bisschen schauen, wie wir das rechtlich, da gibt es ja bestimmte rechtliche Vorgaben mit der Beteiligung. Ich denke, dass sich das auch in Zukunft noch verändern wird. Also da ist man ja auch in der Diskussion, wie kriegt man das Medium Internet mehr damit rein. Und natürlich ist das erstmal eine gute Basis, um das nachher anzufüttern. Also wenn das zulässig wird oder wenn das gewünscht ist, dann ist das erstmal schon mal eine Basis, die wir haben und die wir dann auch in der Form anfüttern können. Und wir werden uns da ja auch weiterentwickeln. Das ist jetzt der Start. Ich kann mir schon vorstellen, dass man irgendwann auch sowas dann nochmal initiiert. Ja, das wäre ja relativ naheliegend, wenn ich dann sehe, dass ja, was, für uns ist das insofern kritisch, weil es eben rechtliche Vorgaben gibt, wie beteiligt man. Und das nachher so. Im Verfahren, wenn der Bebauungsplan angegriffen wird, auch überprüft wird. So, und da ist eigentlich noch ziemlich eingegrenzt. Was man darüber hinaus dann irgendwann überlegen kann, ob man das entweder zusätzlich macht oder ob man jetzt nochmal abwartet, wie der Gesetzgeber da auch sich verändert. Also da merkt man einfach, da ist ganz viel im Kommen im Moment. Ja. Also im Moment ging das noch gar nicht. Also das ist jetzt rein fachlich würde das gehen, das kann man natürlich dahinter legen, aber es würde eben rein rechtlich nicht. Ja, das ist mal da könnte ich mir vorstellen, das also wäre relativ nutzerfreundlich, wenn man da, wo man eh alle B-Pläne hat, dann sieht. Ja, für uns, also ich finde das ja auch, aber es gibt natürlich auch noch Menschen, die damit nicht so gerne umgehen und nicht so gut umgehen können. Ja, es ist nicht ganz so einfach. Also wir das tagtäglich mit solchen Plänen umgehen können, ist das gut. Aber wir merken eben auch, wenn wir beraten, dass das nicht für alle so einfach ist. Ne? Und ich finde, das ist ja schon. Also ich sag mal, wenn jemand jetzt zum Beispiel was kauft und sagt, ich gucke mal in diesen Bebauungsplan, dann muss er sich ja auch sicher sein, dass er versteht, was dahinter steht. Und deshalb finde ich, ist das für uns im Moment erstmal so ein Anstoß und dass wir dann aber beratend hier auch immer noch vor Ort sind. Und so finde ich das auch bei den Beteiligungsverfahren, weil uns ist schon wichtig, dass auch tatsächlich jeder daran teilnehmen kann. Ja. Also da muss man ja im Prinzip bei den Bauleitplanverfahren digital und analog unterwegs, auch bei den Bürgerinformationsveranstaltungen werden ja immer auch noch Blätter ausgelegt, wo eben die Kontaktdaten draufstehen, wo man auch händisch was aufschreiben könnte. Und es geht so weit ja, dass im Prinzip jemand, der eine Anregung zu einem Bebauungsplanverfahren hier anbringen will, das auch quasi diktieren könnte. Also das ist nochmal der ganz oldschool Weg. Man kann aber gleichwohl auch eine E-Mail schreiben. Also da muss man im Prinzip jedem die Möglichkeit geben, an dem Verfahren teilzuhaben.
Ja. Von daher ist es eben noch eine analoge und eine digitale Welt. Aber wir werden das aufnehmen und ich glaube schon, dass wir da hinkommen. Ne? Ja. Also wir werden jetzt mal gucken, wie wird das angenommen. Wir haben das ja schon in anderen Verfahren, wo wir Stellungnahmen übers Internet gemacht haben beim Mobilitätskonzept. Da konnte sich jeder ja einbringen. Und ich glaube schon, dass das das Ziel sein wird. Das Geoportal selbst ist natürlich auch mobil aufrufbar, um jetzt noch einen Schritt digital weiterzugehen. Also man kann sich das auch auf dem Tablet oder auf dem Handy anschauen, wenn man möchte, das Geoportal. Ob jetzt diese PDFs von gescannten Plänen auf dem Handy so sinnvoll sind, aber theoretisch ist es möglich. Ja, das ist ja ein großes Problem lange Zeit auch gewesen, dass wir alte Pläne hatten, die wir nur einscannen können. Wir können nicht jeden Plan neu digital sozusagen zeichnen. Ja? Mhm. Die neuen Pläne sind natürlich jetzt alle so gemacht, dass die schon passend dafür geeignet sind. Da sieht man, dass die Qualität natürlich nochmal besser, aber wir haben, finde ich, eine gute Qualität erreicht, obwohl wir sie nur eingescannt haben. Die alten Pläne lagen die auf Papier vor. In Bonn habe ich den Eindruck gehabt, dass sie auf so einem Wachspapier waren. Das heißt, die mussten irgendwie richtig gepresst werden, als sie die vor Jahren eingescannt haben. Ja, ist die das werden, bei Ihnen? Werden so beschichtet, damit die müssen ja 50 Jahre halten. Ja, ne? Das war bei Ihnen auch, weil den wir aus Auplan gesehen haben, der schien mir ganz normales Papier beim Scannen zu sein. Oder können Sie besser scannen als die Bonner? Die sind auf dickeren Papier, die haben wir auch noch so eine Hängeleiste oben, weil früher wurden die auch klassisch in Planschränken aufbewahrt, also in so Stäbe reingesteckt, damit sie eben auch nicht verknittern. Und man sie mittendrin auch wieder rausholen. Genau, und man sie einzeln auch wieder rausbringt. Von daher mussten die natürlich eine gewisse Robustheit haben. Ja. Aber ich denke mal, die modernen Scanner können auch mit dickerem Papier gut umgehen. Also es war schon damals, wenn dann der beschlossen war, und das ist ja dann das Original gewesen, das musste aufgehoben werden und das musste also von den Zeichenqualitäten so gut sein, es musste von dem Material so gut sein und die haben natürlich schon so ein bisschen, waren schon ein bisschen kräftiger. Ne? Also die wurden gerändert. Ja, die stehen auch noch hier im Bauservice, die Kolleginnen und der Kollege haben also da wirklich diese Planschränke und die gehen nach vorne auf und nach oben und dann geht diese Mechanik auf und das sind immer noch die Originalunterlagen, die eben. Also es sind so hohe Schränke, wo so Stäbe durchgehen und man muss die ja in der Mitte rausholen können. Das heißt, dann kommt dann schon mal so ein halber Schrank entgegen, damit man da hinten an diesen Plan kommt und den auch rausholen kann. Das ist jetzt wesentlich einfacher. Da hatte man dann früher so mehrere Schränke in diesen Räumen und musste dann da hingehen und musste sich diesen einen B-Plan raussuchen. Heute sitzen wir am Computer, klicken rein und wissen, wie es aussieht. Die Originalurkunden, wenn jetzt ein Plan vor Gericht geht, das Gericht fordert dann die Originale an, weil, wie gesagt, bei Scanverfahren natürlich auch Veränderungen vielleicht mal vorkommen können. Also insofern, der alte Plan, den wird es immer geben, aber die tägliche Benutzung, die wird immer weniger. Die wird jetzt schön archiviert. Wenn das Gericht ihn mal im Zweifel sehen will, dann holt man ihn tatsächlich raus, aber wir arbeiten ja nur noch am Computer. Wie lange hat das gedauert, das dann digital aufzubereiten? Wer muss das denn überhaupt sehen? Es sind spezielle Firmen, die das einscannen für uns. Ich weiß nicht, wie lange haben wir dafür gebraucht? Oder die Firma besser gesagt. Das ist schon in der Vergangenheit passiert, kann ich jetzt so nach und nach aufwendig. Wir haben die ja auch schon eingescannt für uns, weil wir ja schon damit gearbeitet haben. Aber sie waren in der Qualität nie so, dass wir sie schon nach draußen. Also es muss ja am Computer zu Hause auch ablesbar sein. Ja? Und zwar mit einem normalen Computer. Wir haben ja hier Datenmengen, die dahinter stecken, die sind schon auch ordentlich. Also bei dem jetzigen aktuellen Planverfahren, die ja teilweise auch von externen Büros bearbeitet werden, gibt es natürlich klare Vorgaben und Richtlinien, wie da auch mit digitalen Daten gearbeitet werden muss. Das ist eine Vorgabe, damit natürlich die entsprechenden Daten, die dann von den Büros kommen, von uns auch wieder sofort übernommen werden können.
um dann letztendlich auch zum Beispiel in so ein Geoportal eingestellt zu werden. Wenn da jeder mit seinem eigenen Programm und seinem eigenen Datenformat arbeitet, dann haben wir nichts gewonnen. Also da gibt es klare Vorgaben, die gibt es mittlerweile auch sogar auf Landesebene, wird das gefordert, um eben da einen einheitlichen Standard auch zu gewährleisten. Und das ist dann eben auch Vertragsgegenstand bei der externen Planer oder bei vorhabenbezogenen Bewahrungsplänen, wird das tatsächlich mit dem Büro, mit dem vertraglich vereinbart, dass sich an diese Richtlinien orientiert wird. Um eben nicht hinterher wieder irgendwas zu scannen oder es passt nicht aufeinander. Das kann ja da so einlaufen, dann also muss können. So. Ja. Also. Gut, ja. Ich glaube, oder? Fragen? Dann herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Und ich hoffe, wir konnten einen Eindruck vermitteln, wie das Ganze funktioniert. Ja. Dankeschön. Einen schönen Tag. Danke auch.